Hörst du mich? Alles klar. Ja, mach ich. Mach mal bitte den Soundcheck. Jo, hallo. So, alles klar. Jetzt höre ich mich ganz gut. Ja, alles klar. Du musst dein Mikrofon was enger nehmen. Okay. So besser? Ist so besser? So. Ja, alles klar. Dankeschön. Nur du hörst die Regie quasi mal. Okay. Ist komisch, ne? Sich selber zu hören. Sich selber zu hören ist komisch, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Aber es ist auch gut, dass man hier ein bisschen abgeriegelt ist auf den Ohren. Ja, das stimmt. Dann kann man sich besser darauf konzentrieren, was man sagt. Einer von denen muss in Berlin gespielt haben. Von den Deutschen? Nee, von den Holländern. Der Temat oder so. Ich glaube, der Temat. Okay, können wir mal kurz googeln. Wieder, sollen wir wieder raus, oder? Thank you.
3, 2, 1, 4, 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
das ist ziemlich einfach. Wenn eine gute Blockaktion passiert, und da haben wir einige Experten hier am Start, die zum Beispiel die 21 Umwege, wenn der noch kommt, dann spielt Tom Petterweise dieses Lied mit einem, ihr könnt gerne mal mitmachen, damit ihr keinen Tipp bekommt. Also mein Block, mein Block, nimm mal die Arme bitte so nach vorne. Und dann geht es los, ich kann meine Windflächen in den Mund. Okay? Da, die Arme. Ja, hi. Alles klar, danke. Nationalen Hymne mit der unserer
Herzlich willkommen aus der Kreis-Düren-Arena zum letzten Freundschaftsspiel zwischen der Niederlande und Deutschland. Alles klar. Jetzt hören wir noch die Nationalhymne der Deutschen. Im letzten Freundschaftsspiel vor der EM hier in der Kreis-Düren-Arena. Wir wollen euch gerne die Offiziellen vorstellen. Hier kommen auch die Schiedsrichter. Die erste Schiedsrichterin ist Theresa Rottmann, assistiert von ihrem zweiten Schiedsrichter, dem Ronny Ackermann. Als Linienrichter dient Thomas Spurzim und Christian Thelen. Da kommt auch schon mein Kollege dazu, Nikolai. Hallo Nikolai. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen. So, das dritte Mal stehen sich die Teams jetzt gegenüber in kürzester Zeit. Das erste Spiel haben sie 3-1 gewonnen, die Deutschen. Genau, in 4 Sätzen. Und gestern wurde er ohne Öffentlichkeit nochmal 6 Sätze gespielt. Ja. Das war ein glattes Unentschieden dann am Ende. Jede Nation hat 3 Sätze für sich entschieden. Ah, da sehen wir auch schon die Start 6 auf Position 1 mit der Nummer 12 Tunstra. Danach kommt Fabian Plack auf der Position 2. Anschließend in der Mitte auf der Position 3 der Topstyle Abdel Aziz. Daneben auf Position 4 Robert Andringa. Danach kommt Van der End Kimink. Und anschließend als Libero der Just Dronkas. Ja, wir können davon ausgehen, dass es mehr oder weniger jetzt die 6 sind, die auch dann bei der EM die erste Starting Six bilden. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr groß rumexperimentiert. Dafür waren die letzten 2 Spiele vielleicht da. Heute will man sich wahrscheinlich noch mal richtig einspielen, damit man für die ersten Gruppenphasen schon gefestigt ist. Bei den Deutschen geht's los mit Georg Grosser, der zurückgekommen ist für die EM. Krage, Caliberda mit der Nummer 6, Zimmermann, der Zuspieler. Tobias Krieg und Kalisek und als Libero der Zenger. Zenger auch ein sehr talentierter Libero mit seinen jungen Jahren. Als Kapitän bei den Deutschen
haben wir Christian Fromm. Und bei den Niederländern ist es auch der Topstar Abdelaziz. Richtig. Der hat sich auch schon am Freitag hier wirklich einen gnadenlosen Schlagabtausch geliefert über die Diagonale mit Jörg Grosser. Die haben sich beide wirklich da eine große Show geboten. Bin ich gespannt, ob das heute wieder das Spiel so prägt wie am Freitag. In die Runde. Players, are you ready? Was wir noch vergessen haben zu erwähnen ist, ihr könnt gerne im Chat aktiv dabei sein und Fragen stellen. Genau, und hier hört man jetzt, es sind heute rund 700 Leute in der Halle. Es tut total gut, mal wieder vor Publikum zu spielen. Das stimmt. Und es ist richtig laut gerade. Ja, sehr schön. Da ist der erste Punkt. Geschlagen von da aus ins Aus. Also der erste Hybrid geht ins Aus, passiert. Jetzt muss man ins Spiel kommen. Entscheidend wird es ja erst in der Crunch-Time ab 20 im circa. Genau. Bis dahin hat man sich, wenn es gut läuft, schon einen kleinen Polster, kleinen Vorsprung erarbeitet. Oh, schöner Aufsteiger. Auch noch nicht so lange dabei und sicherlich jetzt großes erstes Event hier bei der EM. Nächste Woche, ab Mittwoch geht's los. Und Dennis Kaliberda, der ist schon routiniert. Oh. Und auch der muss das Ziel wohl noch ein bisschen justieren. Genau. Jetzt auch der Topstar direkt am Aufschlag, Abdelaziz. Richtige Antwort, Kalisek über außen ist da voll im Spiel direkt, macht seine Punkte. Und das ist wichtig, dass er jetzt ein bisschen Stabilität direkt im Sign-Out ist. Aber auch eine klasse Annahme vom Libero. Zenger, genau, ist auch schon da. Floater. Ah, schade. Ja, doch, die Blockberührung. Nee. Da war sich die Schiedsrichterin nicht ganz sicher. Kurze Uneinigkeit mit sich selbst. Aber das war, glaube ich, relativ klar, dass da niemand mehr dran war. Und jetzt Andringa mit dem Aufschlag für Holland. Schöner Angriffsschlag. Ja, Zimmermann hat sich schon rausgesucht. Kalisek macht die ersten zwei, drei Punkte. Der ist fit, der ist da und dann kriegt er direkt den nächsten. Und so steht es jetzt 4-3. Und Grosser. Ja, clever gemacht von Tunstra. Schön cross. Genau. Versucht den Ball gar nicht mit viel Winkel irgendwie auf den Boden zu kriegen, sondern peilt in die hintere Feldhälfte und spekuliert natürlich da auch auf einen Lockout der Deutschen. Oh. Georg Grosser mit Gewalt, so kennt man es. Am Freitag hat das sehr gut geklappt. Ich glaube, da hat Georg Grosser mit Abstand die meisten Punkte gemacht. Jetzt, aber die Holländer jetzt auch schön drauf eingestellt. Ne? Genau, die stellen sich auch drauf ein. Wobei man immer sich die Frage stellen muss, wie gut kann man sich auf Georg Grosser einstellen. Aber man versucht es natürlich. Oh, da war keiner dran. Beide Segel ins Haus.
Habe ich genauso gesehen wie die Schiedsrichterin. Ja, und da ist dann der erste Fehler von Kalicek. Aber das ist jetzt völlig in Ordnung. Er hat eine gute Quote und sollte sich dadurch jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und das macht er auch nicht. Da knallt es direkt wieder. Die holländische Abwehr steht gut, aber der Ball wird nicht kontrolliert. Und das ist das. Naja, hier ist die Anzeige bei 5:6. Und dann ist er direkt auch beim Aufschlag, Kalisek. Eben noch mit ihm gesprochen. Der C ist wohl wieder ganz in Ordnung, aber noch nicht bei 100%. Hat ja am Freitag gefehlt. Ja, genau. Nagelbettentzündung. Holt sich jetzt seine Spielpraxis nochmal vor der EM. Oh. Zwei schlechte Berührungen. Unglücklich von Calibera. Und da ist die erste Auszeit. Wurde. Nein, es gibt keine technische Auszeit heute. Genau, okay. Und auch kein Seitwechsel. Darauf alle haben sich kurz irritiert, aber die Trainer hatten sich vorher mit den Schiedsrichtern ausgetauscht und haben sich geeinigt, dass es heute keine technische Auszeit gibt. Kann man in einem Freundschaftsspiel auch ruhig mal machen. Genau, ich denke mal, die Trainer sind froh, wenn dann ein bisschen Spielfluss aufkommt. Und jetzt Kim mit dem Aufschlag. Kurzer, flatter Aufschlag. Schön. Oh. Schöner Block. Plack, die Nummer 8, der Holländer. Ein sehr athletischer Mittelblocker. Greift dazu und er geht wirklich senkrecht runter. Also auf den Grosser haben sie sich schon gut ausgeguckt, ne? Sind sie jetzt immer wieder da? Genau, bisher stellen sie den Block sehr sicher, geschlossen. Also da scheinen sie ihre Lehren gezogen zu haben aus dem letzten Spiel. Starker Ball. Genau, also den Winkel kann kaum kein anderer schlagen als Abdelaziz. Das ist schon Wahnsinn. Der peilt da immer so die Ecke an, wo sich die 3-Meter-Linie und die Außenlinie treffen. Und da schlägt der Ball dann ein. Das ist kaum zu verteidigen, wenn der den richtigen Pass bekommt. So, erste Auszeit bei 10:5. Every time. Good serve, spike high ball, good work. Second question. Oh, it's so short. Can you spike only short? This is the ball. Ja, noch ein Wort zu den Holländern. Auf Augenhöhe mit den Deutschen. Sind auch bei der EM dabei. Das einzige Problem, was die Holländer haben, ist, dass der Steller nicht auf Augenhöhe ist mit den Deutschen. Versucht er immer wieder den Abdelaziz, wenn es ein bisschen kritisch wird. Darauf haben die Deutschen sich auch ziemlich gut eingestellt am Freitag. Genau, das ist so die Allzweckwaffe, über den starken Diagonalangreifer zu spielen. Und Tobi Krick mit seiner ersten wirklich gelungenen Aktion. Das tut er als Mittelblocker auch immer sehr gut. Dann einmal eine klare Aktion zu haben am Ball. Da holt man sich dann die Sicherheit. Ist auch direkt am Aufschlag jetzt, ne? Genau. Schön. Die Blocksicherung. Ja, den holt er sich ein bisschen ungünstig rein. Dafür, deswegen der Dankeball. Ah, starker Block vom Steller, Jan Zimmermann. Ja. Wahrscheinlich der kleinste auf dem Feld im Moment. Blockt den besten Angreifer der Holländer. Das tut gut.
Und ja, man muss sagen, die beiden Diagonalangreifer sind gerade ganz gut zugestellt. Da macht der Block auf beiden Seiten gute Arbeit. Krieg im Aufschlag, er kann es auch hart. Wenn er ihn mal trifft. Ah, der ist drin. Knappe Kiste. Und da wird reklamiert. Das habe ich mir auch gedacht. Weil ich hätte mir den Ball auch rausgucken können. Also ich habe ihn auch ausgesehen, um ehrlich zu sein. Ganz knappe Entscheidung, aber hier gibt es keinen Videobeweis. Und da muss man einfach mit der Entscheidung der Schiedsrichter dann leben. Wir gucken nochmal. Und da wird auch Abdelaziz erstmal heranzitiert und darauf hingewiesen, dass doch nur der Kapitän mit den Schiedsrichtern kommunizieren sollte und nicht die ganze Mannschaft. Man konnte es auch schwer jetzt hier im Livestream sehen von den Kamerabildern, ob der drin oder aus war. Aber die Entscheidung des Schiedsrichters steht. Schöne Annahme. Ach, guter Angriff von Tunstra. Auch ein sehr talentierter Spieler. 11:8 für Timo Radier. Schön gespielt. Macht er gut. Der Jan Zimmermann. Die Frage bietet sich gut an. Zimmermann ist schon einen Schritt weg vom Netz und schiebt dann den Ball trotzdem noch ran. Sehen wir jetzt hier nochmal? Ja. Nicht einfach zu schlagen, weil du musst dich sehr weit öffnen zum Ball. Aber er macht das gut und hat dann den perfekten Winkel. Schöner Hybridaufschlag. Oh. Was für eine Höhe. Sowohl der Zuspieler als auch Plug in der Mitte. Spielen sich die Bälle da weit, weit oben zu. Ja, Jan Zimmermann vertritt heute, beziehungsweise auch bei der EM, unseren Libero, unseren richtigen Steller. Denn Lukas Kamper ist verletzt und wird auch bei der EM ausfallen. Genau, das ist schade. Lukas Kamper ist wirklich ein super erfahrener Mann, der auf jeden Fall in der Nationalmannschaft auch ein Leader ist. Und auf und neben dem Platz. Aber genau, es ist jetzt auch eine gute Chance für die, die nachkommen, sich mehr zu beweisen. Zimmermann ist ja schon länger dabei, hat auch schon seine Erfahrung gesammelt, auf jeden Fall. Und genau. Und heute gilt es auch nochmal, die Connection mit Grosser zu suchen und zu stärken. Genau. Generell mit allen Angreifern die Abstimmung zu finden. Abdelaziz mit seinem Hammeraufschlag. Bin mal gespannt. Ganz schön auf Hund. Schöner Angriff, war auch noch eine Netzberührung. Und so steht es 14 zu 10. Die Deutschen müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie hier den Anschluss nicht verpassen. Ungefähr Mitte des Satzes, 4 Punkte liegen sie zurück. Das ist ja nicht dramatisch, aber da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel Vorsprung den Holländern lässt. Florian Krage jetzt am Aufschlag. Nein, trifft er nicht richtig. Sieht man schon ein bisschen im Handgelenk den Ball berührt, anstatt mit der ganzen flachen Hand. Andringer jetzt beim Aufschlag bei den Niederländern. Yeah!
Der Block steht. Der Block steht. Trotz der Sprungkraft von Kalischek, der da wirklich sehr weit oben in der Luft steht. Schwieriger Ball. Geht auf Nummer sicher, Georg Krosser. Schön gut. Wichtiger Punkt, nicht der schönste Punkt, aber man muss dann am Ende irgendwie gucken, dass man sich reinbeißt und dass man auch die schwierigen Bälle macht. Es war wieder kein optimales Zuspiel von Georg Krosser. Ist ja auch nicht sein Hauptjob. Und dann trifft er da oben zum Glück die Finger und der Ball geht jetzt aus. 16-11 für die Holländer und Georg Krosser steht am Aufschlag. Schöne Annahme. Und da ist er wieder. Abdelaziz. Da ist er wieder, genau. Topscorer der Holländer. Van der End beim Aufschlag. Der großgewachsene Mittelblocker. Der DJ ist heute gut aufgelegt. Ja, Norman ist immer gut aufgelegt. Der begleitet uns bei vielen Events hier im Sand und in der Halle. Guter Mann, macht er gut. Schöner Winkel im Aufschlag. Und er ist gerade noch auf der Linie. Schöne Annahme vom Libero. Genau, Just Dronkas, muss man sagen, ist sehr gut im Spiel. Also der stabilisiert da die Annahme. Und Trunster macht das auch echt gut. Oh, den verstellt halt mal. Stark gemacht. Genau, das brauchst jetzt vielleicht auch mal. Ein bisschen mehr Spielwitz. Und da kommt Ruben Schott ins Spiel. Ruben Schott kommt ins Spiel. Für Tobias Krück. Sehr stabiler Annahmespieler und er kommt jetzt aber zum Aufschlag. Hat auch sehr druckvolle Sprungrotationsaufschläge. Wieder eine sehr gute Annahme. Ja. Und das macht Plak auch wieder sehr stark. Genau, und Kemink hat alle Möglichkeiten offen. Er kann schnell spielen, er kann nach außen spielen und dementsprechend schwierig ist es für den deutschen Block. Also es entscheidet sich halt einfach immer viel dann auch bei der Annahme schon. Und das funktioniert im Moment bei den Holländern recht gut. Zunächst mit den Ball ins Aus. Und so langsam gehen wir in die Crunch-Time und die Deutschen brauchen ein paar Breaks, um hier im ersten Satz noch das Ruder umzureißen. Jetzt macht das Feste. Genau. Kein Flotter. Clever gemacht, neuer Spielaufbau. Schnell über die Diagonale, Abdelaziz ist da und wenn der Block nicht perfekt steht, dann macht er seinen Punkt einfach. Da hast du keine Chance. Ja, Caliberda hat so seine Problemchen in der Annahme. Ist noch nicht ganz zum Spiel. Genau. Ich war gespannt, ob er sich hier reinkämpfen kann oder ob er dann vielleicht auch eine Auszeit bekommt.
von Gianni. Und den mogelt er rüber. Zweimal den Ball rüber gemogelt. Einmal von den Holländern und einmal von den Deutschen. Ja, es ist noch nicht die ganz große Struktur hier im Spiel, finde ich. Auf beiden Seiten eigentlich. Macht er auch wieder sehr gut. Genau. Einfach nur auf den Block. Clever gemacht. Und Abdelaziz auch beim Aufschlag. Höchstspannung in der Annahme. Die Dinger kommen schnell. Oh. Und Georg Grosser muss sich mal wieder als Hilfszuspieler hier betätigen. Der Pass ist ganz gut. Drückduell. Ball geht raus. Einige Out-of-the-System-Bälle, die hier, aber die Deutschen dann doch immer wieder ganz gut lösen, zum Glück. Jetzt kommt Tobias Kröck wieder ins Spiel und Ferdinand Tille. Nee, sein Bruder Johannes Tille. Entschuldigung. Genau, der jüngere Bruder von Ferdinand Tille, dem langjährigen Libero der deutschen Nationalmannschaft. Und dann nehmen sie jetzt den Ball in der Abwehr gegenseitig weg. Tille stand sehr gut. Kalischek sieht das nicht, geht hin. Da sieht man es nochmal. Genau, der Frust ist da. Robert Andringer mit dem Aufschlagfehler und jetzt Georg Grosser. Vielleicht können wir ja jetzt mal auf eine kleine Serie hoffen. Ja, wenn nicht wer, dann Grosser. Genau, das kann durchaus mal passieren, dass er plötzlich zündet. Aber die Antwort der Holländer ist da. Da ist dann auch schon direkt der Satzball. Wieder der Topscorer Abdelaziz. Hier sieht man nochmal, der Block nicht ganz zu. Tobias kommt ein bisschen zu spät. Und jetzt hat Van der End in der Hand. Oh, stark. Genau, schön gespielt. Und Zimmermann ist gezwungen, auch diese Pässe, die nicht perfekt zu ihm kommen, ab und zu mal über die Mitte zu spielen, weil die Annahme nicht so konstant ist im Moment, dass er wirklich vorne am Netz alle drei Optionen im Angriff hat. Jetzt kein Zuspieler auf dem Feld. Genau, der Block wird gestärkt. Man muss das Break holen. Schöner Aufschlag. Ah, schade, der Dreierblock. Schenkt sich den Ball jetzt selber ein. Und der erste Satz geht an die Niederlande. Absolut verdient auch. Ja, was müssen die Deutschen jetzt machen? Georg Grosser noch ein bisschen ins Spiel bringen? Ja, da kann man zumindest drauf hoffen. Er hat ja seine Bälle bekommen, hat jetzt noch nicht die Durchschlagkraft gehabt, wie er es sonst manchmal zeigt. Ich sehe es vor allem in der Annahme, dass man da ein bisschen mehr Präzision reinkriegt. Dann ist der Spielaufbau einfach variabler am Ende. Bin mal gespannt. Bin auch gespannt, ob die Mannschaft so weiterspielt oder ob ein bisschen gewechselt wird. Genau, am 3.9., wir haben es gerade gehört, hier in der Halle geht's los bei der Europameisterschaft gegen Kroatien. Die Deutschen spielen in der Gruppenphase gegen Estland, Litauen, Frankreich. Richtiges Pfund, gerade Olympiasieger geworden, Kroatien und Slowakei. Also ist auf jeden Fall was drin. Du hast vorhin auch gesprochen mit den Spielern. Ne? Ja, ich habe immer Moritz
Kalicek geholt, hat mal ein bisschen gefragt, was so die Ziele sind für die Europameisterschaft. Er hat gesagt, dass sie sich jetzt kein großes Ziel gesetzt haben, in dem Sinne, dass sie unbedingt irgendwo hin wollen, sondern die wollen die Gruppenphase überstehen und dann gucken, gegen wen sie im Achtelfinale treffen. Ja, ja. Also genau, die Gruppenphase ist, denke ich, Frankreich mal ausgeklammert. Auf jeden Fall machbar. Aber muss man erstmal performen. Und dann wird sich zeigen, wer da im Achtelfinale wartet. Die deutschen Damen sind ja leider ausgeschieden gestern gegen Holland. Knappes Spiel und dann ist man plötzlich im Achtelfinale mal draußen. So schnell kann es dann gehen, obwohl man eigentlich ein gutes Turnier spielt. Ja, da sagte Mo auch, ne, dass man gucken muss, wer im Achtelfinale auf einen trifft und dann einfach von Spiel zu Spiel gucken. Axel, der Heilsprecher, heizt doch mal das Publikum an. Genau, jetzt gute Stimmung. Ja, in Düren ist immer gute Stimmung. Ja, Düren ist echt ein super Volleyballstandort. Super Halle hier für solche Events. Und mit dem Powervolley auch ein Bundesligist, der ganz oben mitmischt. Die Deutschen haben nicht gewechselt, die Holländer auch nicht. Es geht also genauso weiter wie im ersten Satz. Vertrauen in die Spieler wird unterstrichen. Und es ist ja auch völlig richtig, du kannst mit dieser 6 bzw. mit dieser 7 inklusive Libero kannst du auch den nächsten Satz gegen diese Holländer gewinnen. Fabian Plack am Aufschlag. Das war der erste Punkt für Georg Rosser. Tatsächlich der erste Punkt, der tut sehr gut im zweiten Satz jetzt. Und so kennt man es von ihm, hart und lang, kompromisslos. Ja, leicht übertreten von Dennis Canivera. Also, da schleicht sich noch der ein oder andere Fehler ein. Und Abdel Aziz auf der anderen Seite. Da sieht man es nochmal, war schon deutlich. Ja, wurde auch, kam direkt der Pfiff. Wie hoch der den Ball wirft. Also die Halle hier ist wirklich sehr hoch, aber der Ball war kurz davor, an die Decke zu knallen. Aber auch schöne Annahme. Genau, den musste er erstmal so entschärfen, sodass er im eigenen Feld irgendwo wieder runterkommt. Und Georg direkt mit dem zweiten Punkt. Ja, sehr wichtig, dass der jetzt hier ins Spiel kommt. 2-2. Und durch den Block hinterher. Jetzt ist er heiß. Jetzt ist er heiß und so brauchen wir ihn. Und Frage beim Aufschlag. Ja, jetzt ist er da. Jetzt kriegt er die Bälle und macht sie rein. Man kann ihn nicht lange aufhalten. Das stimmt. Und auch gute Entscheidung von Tobias Krieg, den Ball nicht direkt wieder rüber zu spielen, sondern den Ball ruhig aufzunehmen. Dann kann man das eigene Spiel aufbauen, da hat man 3 Optionen im Idealfall. Van der End mit einem Punkt. Bisher wurde gar nicht so viel über die Mitte gespielt bei den Niederländern. Daher vielleicht die Überraschung jetzt im Block. Ja.
Und da holt er sich direkt den nächsten direkten Punkt. In einem sehr stabilen Block. Die Höhe von Mo Kalicek ist auch ziemlich imposant. Ja, er ist sicher einer der sprungkräftigsten Spieler hier bei uns. Und da wieder Tobi Krieg mit einem Highlight. Und da kommen schon die ersten Fangesänge. Tobi Krieg, Tobi Krieg. Notball. Oh, stark. Schade, da ärgert sich Georg. Ja, jetzt spielt sich Wessel Keming, der Zuspieler, hier langsam über die Mitte ein. Van der End, weit über 2 Meter, ich glaube 2,07 Meter. Keine schlechte Option. Auch wenn Tobi Krieg da noch dran ist. Uneinigkeit. Vom Block ins Aus. Das ist 6:5 für die Niederlande. Die Annahme immer noch nicht optimal. Jan Zimmermann muss heute schon Kilometer machen. Das stimmt. Undankbar ein bisschen für den Zuspieler, aber ich glaube, so langsam stabilisiert sich. Ah, da ist der nächste Fehler. Dennis Caliberda hat seine Probleme. Vielleicht haben die Niederländer ihn auch so ein bisschen ausgeguckt jetzt. Wenn man dann im ersten Satz sieht, ein Spieler hat so 2, 3 Wackler drin, dann kann es durchaus sein, dass dann auch vom gegnerischen Trainer mal die Ansage kommt, spielt doch mal die Bälle Richtung Dennis Caliberda. Da kriegt er den nächsten. Den hat er jetzt gut. Und dementsprechend der Musterangriff von Georg Grosser. Das ist seine Disziplin. Kalicek mit einem super Aufschlag. Ja, und auf der Gegenseite Abdelaziz, der Topscorer. Genau. Das ist so ein bisschen das Muster auch von Freitag. Der bekommt einfach wahnsinnig viele Bälle. Gerade wenn der Zuspieler vielleicht nicht alle Optionen hat, wenn der Ball nicht optimal steht, kann man sich darauf verlassen, dass der lange Diagonalangreifer da was draus macht. Aber Tobias Krieg mit der direkten Antwort. Hat die Antwort. Auch mittlerweile ein noch junger Spieler mit Erfahrung. Spielt jetzt in Italien bei Top Volleys Terna. Macht nach langer Zeit bei den United Volleys da jetzt seine erste Erfahrung im Ausland. Auch sehr aktiv bei TikTok. Ja, der junge Mann. Verfolgst du den? Ab und zu mal gesehen, ja. Jetzt hat er seine Schlaghärte wieder. Den Georg Grosser brauchen wir auch am Mittwoch bei der EM. Ja, der wird auf jeden Fall mitentscheidend sein, wie erfolgreich sein wird. 8:9 aus Sicht der Deutschen. Enges Spiel jetzt, Zimmermann mit seinem Hybridaufschlag.
Gut gesichert, hilft zu Spiel. Kalicek. Bisschen ungenau, zu nah. Aber Georg Preußer macht's gut. Da will er auch nur den Block anspielen, damit jetzt ausgeht. Ist auch fast das Einzige, was er aus der Situation noch machen kann. Aber das macht er dann richtig gut. Und das ist der Ausgleich. Oh, schön. Schön. Über Kopf. War das eine Doppelberührung? Ja, auf jeden Fall grenzwertig. Ich glaube, man muss es nicht rauspfeifen. Und ich denke mal, dass die Schiedsrichter hier beim Freundschaftsspiel eher eine lockere Linie pfeifen. Das finde ich auch eigentlich gut. Solange man die klare Linie hat, kann man den Ball laufen lassen. Bei einem Freundschaftsspiel schon okay, das durchgehen zu lassen. Fabian Black beim Aufschlag. Das war auch mal ein schöner Spielzug. Das ist tatsächlich der erste Pfeif, glaube ich. Ich habe keinen im Kopf bisher, also schön, dass jetzt ein bisschen variiert wird. Nee, ich meine auch, das war der erste Pfeifangriff von Mo Kalicek. Holt er sich ein bisschen Vertrauen zurück. Abdelaziz. Ah, der Zuspieler von den Powervolleys, Tomasz, sehe ich auch im Publikum. Ja, sowas kann man sich hier nicht entgehen lassen. Boah. Im eigenen Wohnzimmer, ein internationales Event. Müssen die Deutschen aufpassen. Gut aufgepasst von Jan Zimmer. Ja, da regt er sich richtig auf. Sehr ehrgeizig. Da wird jeder Fehler sehr emotional verarbeitet bei Georg Preußer. Es steht 13-10. Und weiterhin Abdelaziz mit seinen Hammeraufschlägen. Den Ball wirft er auch fast bis unter die Hallendecke. Ja. Und ja, ich bin fast schon froh zu sehen, dass dem auch mal sowas passiert. Dass er den Ball einfach mal nicht trifft. Er macht wirklich sehr viele. Sehr wenige Fehler, sowohl im Angriff als auch im Aufschlag. Da haben wir noch gerade das Kommando gehört von Abdelaziz. Tempo. Wollten einen schnellen Ball haben. Hat ihn gar nicht optimal getroffen, aber mit der Höhe reicht er und geht hinten noch Richtung Linie ins Feld. Ringa am Aufschlag. Nicht immer nur mit Kraft, auch ab und zu mal mit Auge. Den hat er ziemlich gut gemacht. Hat er die Lücke gesehen und spielt er den Ball rein. Ja, das hat er am Freitag auch extrem gut gemacht. Da hat er seine harten Angriffsschläge durchgekriegt und dann, wenn sich die Abwehr darauf einstellt, dass der Ball knallt, dann hat er ab und zu mal einen Lob, ab und zu mal einen Shot reingebaut. Und das frustriert die Abwehrreihe dann noch sehr. Und jetzt bringt er gerade noch das Ass hinterher, das erste Ass für die deutsche Nationalmannschaft heute. Kriegt der Libero nicht ganz den Körper hinter den Ball. Ist auch schwer bei der Geschwindigkeit. Ach. Schade, der guckt schon halb rüber und dann kommt er zurück.
reißt da fast das Netz ab. Starker 15-13 für die Niederlande. Aufschlag. Auch nicht optimal angenommen. Aber Jan Zimmermann holt da was raus. Und Tusch. Auch wenn es Tobi Krieg nicht wahrhaben will. Ja, es ist. Oder war der sogar drin? Die Schiedsrichterin hat drin angezeigt. Schwierig. Die Holländer sind ständig 2-3 Punkte vorne weg. Und es fehlen so ein bisschen diese 1-2-3 entscheidenden Breakpunkte mal. Mit dem man sich dann rankämpft. Vielleicht jetzt mit Mo. Kalicek. Ah, die Fans werden wach. Ja, kommt zurück, die Fans. Starker Aufschlag. Ah, da wischt er die Finger. Ja, ich habe Tusch gesehen. Ja. Habe ich auch ganz klar gesehen. Aber er zeigt es an. Tobias zeigt es an. Fair Play. Tobi kriegt sportlich fair. Und die entscheidende Schiri wird zurückgenommen. Hier sieht man es jetzt nochmal. Die Wiederholung. Ja, schwer zu sehen, aber hier im Stadion oder in der Arena konnte man es sehen. Genau. Und Wessel Kemink im Aufschlag. Calibera dann im Punkt, das tut gut. Da kommt wieder so ein Ruben-Shot für Tobi rein. Tobi kriegt. Schöner Aufschlag, um einfach da ein bisschen mehr Druck zu kriegen. Immer schwierig, wenn man so ganz kalt aufs Feld kommt und dann den druckvollen Aufschlag. Den druckvollen Aufschlag zu machen. Aber Ruben-Shot ist routiniert genug. Ja, absolut. Und er zwingt eine schlechte Annahme. Und da ist Georg. Oh. Da zuckt der lieber Rono. Richtig guter Linienball. Ja, und jetzt wird es langsam eng. Das ist schön. 16-17 aus deutscher Sicht. Also es fühlt sich so an, als wäre da was möglich. Ja, gerade wenn man Freitag dabei war, da hat Deutschland schon den einen Satz zwar abgegeben, aber das lag auch daran, dass man viel rotiert hatte in dem Satz. Ja, total, klar. Da wurde richtig noch ausprobiert, da wurden die Mannschaft fast komplett gewechselt. Nach dem zweiten Satz war das, glaube ich. Und wie gesagt, heute geht es wirklich darum, die Mannschaft dann optimal einzustellen fürs erste Spiel. Da wird nicht mehr so viel experimentiert. Schöne Abwehr von Jan Zenger. Oh, boah, stark von Jan Zimmermann. Jan Zimmermann stellt sich da mit allem, was er hat, in diesen krassen Angriff. Reagiert er sehr gut. Steht vor allen Dingen richtig, hat er gut antizipiert. 19-16. Tunstra beim Aufschlag. Schöne Annahme von ja. Julian und der ist, die Holländer sagen drin. Ich hätte ihn auch ausgesehen. Ja, sehr fair. Also ein Tusch zuzugeben ist ja, ja, kann man erwarten, sag ich mal, ist fair. Dann den Ausball anzuzeigen, dass er doch drin war, das ist doch sehr, sehr sportlich fair. Also ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, Fairplay wird im Volleyball eigentlich ganz groß geschrieben. Ja, finde ich auch. Habe ich wenig andere Erfahrungen gemacht, sage ich mal so.
hat Ruben schon gut gesehen. Die Chance für die Herren in Schwarz mit neuem Personal. Der Ex-Türmann ist auf dem Parkett. Begrüßt ihn zurück hier in seinem alten Wohnzimmer. Jetzt kommt Christian Front aufs Spiel. Das ist natürlich auch ein großer Luxus, so einen erfahrenen Spieler reinzubringen in die Crunch-Time. Und ja, die Präsenz am Netz können wir jetzt gebrauchen. Wir brauchen ein paar Breakpunkte. Ah. Madringa macht es aber clever. Gegen einen großen deutschen Block. Wählt er den Lob? Christian Fromm so auch ein bisschen der Papa. Der Papa von der Mannschaft. Der Mannschaft. Ja. Nicht der Älteste, aber... Ja, wichtiger, wichtiger Spieler. Und Nimi Abdelaziz trifft den Aufschlag nicht. Und damit steht es 18-21 und der Satz ist noch offen. Jetzt wird wieder viel gewechselt. Tobias Krök ist wieder im Spiel und jetzt Johannes aufgepasst, Tille. Johannes Tille. Nicht fertig. Dann. Genau, Johannes Tille kommt zum Aufschlag. Ja, das ist schön, wenn man zwei Zuspieler auf dem Platz hat. Wenn der eine abwehrt, dann spielt der andere zu. Das stimmt, hat er auch gut gemacht. Ja, wie man gerade gehört hat, Jan Zimmermann mit der zweiten sehr guten Abwehraktion. Ja, erster Auszeit. Wichtiger Punkt. 19-21, ist alles drin. We can close the line and it's important that the whole shot cannot go down, so you can leave a little bit. Okay? Go guys, again, let's go! Ja, der Trainer, der Holländer, gerade noch mal gesagt, dass sie die Linie zu machen wollen. Die Halle ist noch mal richtig da. Und so kann es in die Crunch Time gehen. Und Tille wieder mit dem Aufschlag. Steht übrigens 20-21. Schöne Feldabwehr. Schon wieder. Oh ja. Ah, sehr gut. Richtig guter Dreierblock außen, obwohl der Ball schnell zugespielt war. Auch zweimal gut aufgepasst von Caliberda. Genau, jetzt sind wir hier wieder in unserem Score auf dem aktuellen Stand. 21 beide. Auch der erste lange Ball, den die Deutschen jetzt mal gewonnen haben, ist auch wichtig. Ja, die langen Rallyes sind immer wichtig für den Kopf, wenn man die gewinnt. Boah, der war auch. Da kann man auch mal abpfeifen. Aber den Punkt muss man trotzdem jetzt machen. Schöner Pancake. Oh, die zeigen Tusch an. Ja, schade. Schade. Da hatten sie die Chance. 22-21. Hier eventuell nochmal zu sehen. Ja, Tobias war mit den Fingerspitzen dran. Pancake übrigens für die, die es nicht wissen, wenn man mit der flachen Hand über den Boden rutscht und der Ball dann auf die flache Hand fällt. Yeah.
Schade. 23-22. Man hofft immer auf eine kleine Serie, wenn Georg Grosser am Aufschlag steht. Gerade in so einer engen Phase des Spiels. Aber der Ball geht ins Aus und jetzt volle Konzentration auf die Annahme. Den trifft er wirklich nicht gut. Van der End. Wird ausgewechselt für den Libero. Da kommt er. Und der Sideout wechselt wieder. Genau. Christian Fromm auch mal in Düren gespielt. Vor seiner langen Zeit im Ausland. Ah, der wäre ausgewiesen, oder? Ja, schwer zu sagen. Würde ich mal auf die Wiederholung spekulieren. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da muss er schon hingehen. Da muss er hin. Hast du recht. Er steht halt sehr weit vorne. Rechnet wahrscheinlich damit, dass der Ball weiter vorne einschlägt. Ersatzball für die Niederlande. Schade. Knappes Ding. Da war vielleicht mehr drin, aber immerhin hatten wir einen spannenden Satz jetzt. Genau, es war ein bisschen spannender, ein bisschen enger und ich finde, die Deutschen sind jetzt besser im Spiel als im ersten Satz noch. Die Annahme hat es ein bisschen besser stabilisiert. Das waren jetzt wirklich so ein paar Feinheiten, vielleicht ja, die 2, 3, 4 Fehler eben, die man dann macht und dann den Satz verliert. Es kann sich genauso schnell und genauso gut auch mal umdrehen und dann gewinnt man den Satz. Aber jetzt steht es 2-0 und jetzt bin ich gespannt, wie die Deutschen nochmal irgendwie was umwerfen, weil nach 2 Sätzen, die man verloren hat, muss man doch vielleicht an dem einen oder anderen Rädchen mal drehen, damit hier der dritte Satz vielleicht doch gewonnen werden kann. Wir hoffen es. Da sehen wir auch Andrea Gianni, der mit seinen Spielern redet. Die Teams haben sich übrigens darauf geeinigt, dass man auf jeden Fall 4 Sätze spielt. Also wenn die Holländer das Spiel jetzt hier den Satz jetzt auch noch gewinnen, machen wir noch einen 4. Satz. Schön fürs Publikum. Hier sehen wir jetzt auch Axel, den Hallensprecher. Der heizt hier wieder ein, die Mengen. Nach Corona muss man, oder seit Corona muss man doch von Mengen sprechen, wenn man sich hier umguckt. 700 Leute. Für mich das erste Mal wieder jetzt mit Zuschauern. Ja, für mich auch. So, es geht weiter. Deutschland steht schon bereit. Die Holländer lassen sich noch ein bisschen Zeit. Christian Fromm bleibt im Spiel. Moritz Karliczek ist auf der Bank.
Oh, Parkinson ist neu im Spiel. Tomat und auch Parkinson. Den hatten wir schon. Ja. Den hast du als erster genannt. Der Mittelblocker. Aber die Nummer 7, Jis Jorna, der jetzt beim Aufschlag steht, ist genau. Auch neu im Spiel. Genau. Fromm direkt mit seinem ersten Punkt. Und jetzt Jan Zimmermann beim Aufschlag. Schönes Fund. Oh. Direkt in die Hände. Das ist nicht clever gelöst, ja, da war großes Durcheinander bei den Holländern. Und dann muss man das clever lösen, aber es ist kein Blockspieler weit und breit, dann kann man auch mal den Hammer raushauen. Na, Julian Krag hat sich, glaube ich, nicht getraut. Das kann super sein. Fehlt ihm vielleicht auch noch so ein bisschen das Selbstverständnis in der Nationalmannschaft, aber genau dafür sind ja diese Testspiele auch da, dass man die Jungs, die noch nicht so viel Spielpraxis in der Nazio haben, dass die reinkommen und dann vielleicht auch ihre Chance kriegen, bei der Europameisterschaft Spielpraxis zu sammeln und sich auf einem ganz hohen Niveau dann messen können. Bei den Niederländern übrigens Termaat, genau, den einen oder anderen bekannt. Den hatten wir gerade eben bei der Aufstellung vergessen. Der ist auch neu auf dem Platz. Hat mal in Berlin gespielt, deswegen. Genau, alter Berliner. Alter Berliner Spieler. Uneinigkeit. Und ein Dankeball. Kaliberda beißt sich hier rein, ja, muss man echt sagen. Und er ist auch gerade zwei nicht optimale Bälle gewesen, also schwere Bälle für ihn, den Punkt zu machen. Und er macht keinen Fehler beim ersten Mal, beim zweiten Mal macht er den Punkt. Die Annahme hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Und er kriegt viele Bälle in der Annahme, weil die Holländer wahrscheinlich die Taktik wählen, viel über ihn zu spielen. Das ist dann auch echt nicht einfach, emotional stabil zu bleiben. Wahnsinnsabwehr. Schöner Stellball auch von Julian Zimmer. Jetzt haben sie die Rollen getauscht. Ja. Krage als Außenblocker und Grosser, der gerade noch in der Mitte des Felds angegriffen hat, macht den Mittelblocker. Leider nicht gut gegangen. Nächstes Mal doch wieder andersrum. Wieder so ein starker Aufschlag. Christian Fromm. Clever gespielt. Macht seine Punkte direkt. Von der Bank kommt. Tobias Krieg wieder auf dem Feld. Und Florian Krage am Aufschlag. Aus. Hier zu 2. Endlich mal wieder eine Führung. Nein, der Block hat's auch, hat ihn auch dazu gezwungen, ja, sehr diagonal zu schlagen. Und dann ist nicht mehr viel Platz. Und dann Schön vom Block wieder. Abdelaziz zugemacht. Mit bisschen Glück. Ich glaube, der Ball geht ins Aus, aber berührt dann noch Abdelaziz an der Hand.
Da muss er auch schmunzeln, weil er genau weiß, dass er Pech hat. Das brauchst du manchmal im Glück. Im Spiel. Bisschen Glück. Absolut. Vor allem gegen Spieler wie Abdelaziz. Bei zu 5. Der hat übrigens wechselt zu Modena. Genau, nach Italien und wird dort mit Gabet, dem Franzosen, zusammenspielen, dem Außenangreifer, und Bruno, dem brasilianischen Zuspieler. Also das wird eine muntere Truppe, sage ich mal, in Italien. Gabet hat ja zuletzt bei Zenit gespielt in Russland. Einer der besten Außenangreifer der Welt. Hat wieder eine wahnsinns olympische Spiele gemacht. Und da ist sicher einiges zu holen mit der Mannschaft in Italien. Lange Rally. Wieder Tobias Glück für die Deutschlandscheidung. Ja, schön gemacht. Und auch, also Christian Fromm ist da über außen direkt wirklich total involviert ins Spiel, kriegt viele Bälle und macht seinen Job echt gut bisher. Macht keine Fehler. Und so kommt es dann dazu, dass Tobias Krieg dann im zweiten Anlauf das Ding halt reinhaut. Fühlt sich hier auch zu Hause. Gut gestellt. Jan Zimmermann, alle mal ein bisschen verwirrt auf der anderen Seite. Normalerweise, wenn man mit einer Hand zuspielt, macht man das ja meistens auf den Mittelblocker zum Aufsteiger. Ja, das ist der einfachste Ball dann. Da kann einem natürlich auch technisch schnell mal abgepfiffen werden. Deswegen eine mutige und gute Entscheidung. Christian Fromm beim Aufschlag. Auch ein sehr sicherer Aufschläger. Schöne Feldabwehr. Schon wieder eine schöne Feldabwehr. Jordan wird hier gleich zwei, dreimal. Da meine ich auch die erste Pike von den Niederländern. Kann sein, ja. Also das wundert mich ein bisschen. Das sieht man natürlich sonst häufiger. Und ist immer wieder eigentlich gut, da den Block ein bisschen zu überraschen oder zu entzerren. Ah, die Deutschen reklamieren, dass er übergetreten ist. Habe ich jetzt leider nicht gesehen in der Wiederholung. Jörg Krosser mit dem Cut-Shot. Kurze in die diagonale Ecke. Und da kommt er nicht mehr dran. Ja. Ja, aus zwei Gründen gut von Georg. Einmal, weil er den Lob und ihn nicht schlagen kann. Und das andere, er nimmt den Zuspieler von den Holländern raus. Genau. Und dann musst du schon improvisieren beim Spielaufbau. Und das spielen natürlich die Deutschen die Karten. Aber die Holländer haben den Punkt gemacht. 7 beide. Und da ist der Block auch nicht dran, glaube ich. Hat er nur ins Netz geschlagen. Ja. Der niederländische Zuspieler beim Aufschlag.
Wird jetzt eine kleine Serie daraus. Jawohl, gutes Trickduell. Stark. Der Kalb funktioniert. Da kann man nur hoffen, dass sie den einen oder anderen noch spielen. Das verunsichert auch einfach den gegnerischen Block. Da kann man sich nicht mehr nur auf den Mittelblocker konzentrieren, sondern muss immer den Außenangreifer, der hinten auf 6 steht, noch mit im Auge haben. Muss gegebenenfalls doppelt springen. Das ist nervig auf gut Deutsch. Und deswegen ist es gut, wenn man den ab und zu einstreut. Vor allen Dingen hat man auch meistens gar nicht die Zeit, dann auch mal beim zweiten Mal hochzuspringen, da ist er meistens schon zu spät. Genau. Die Niederlande haben jetzt wieder ein paar Punkte gesammelt und sind jetzt in Führung mit 8-9. Fies Jörner beim Aufschlag. Schöne Annahme. Oh, Kali Berda. Den trifft er richtig gut. Ein schneller Ball. Und wenn Kali Berda mal richtig abhebt, dann hat er alle Möglichkeiten. Der hat so eine gute Schlagtechnik. Das war fast innerhalb der 3-Meter-Linie. Ja. Also wer schon mal selber Volleyball gespielt hat, weiß, wie schwer das ist. Ah, da ist er wieder, Georg. Am Anfang ziemlich präsent gewesen und jetzt wieder so ein bisschen ruhiger um ihn. Mhm. Ja, schön. Gegen den Dreierblock. Jan Zimmermann. Für welche Variante entscheidet er sich? Float oder den kräftigen? Ja. Entscheidet sich für den Rotationsaufschlag. Die Holländer. Ja, und der Steller macht das heute gut. Der macht das gut. Und auch die Annahme finde ich immer noch wirklich stabil. Just Bronkers macht ein gutes Spiel als Libero. Kali Berda ist besser im Spiel. Und geht jetzt raus für Rumschott. Die sagen aus, ich habe einen Tusch gehört. Termat trifft den Ball nicht optimal. Der fliegt ins Aus. Ja. Hast du den Tusch auch gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Dafür ist es hier zu laut. 12:10. Kleiner Vorsprung jetzt mal für Deutschland. Schöne Annahme. Die Libero, also wie gesagt, genau, Rubenschott mit einem wirklich guten Aufschlag. Der kommt flach und schnell. Und Just Ronkas, ja, der hat echt einen guten Tag erwischt. Ist sowieso ein guter, aber ja, macht er heute echt gut. Abdelaziz, mal Aufschlag. Oh. Ja. Das ist das Risiko, das er nimmt. Da geht der ein oder andere doch mal, rutscht einem doch mal über die Hand. Ja. Goralik kommt rein, ja, als Mittelblocker für Tobias. Go!
Das sind diese Entscheidungen, die man so schnell treffen muss. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte also die Hand nicht mehr hingehalten. Versucht den direkt rüber zu spielen und dann bleibt er am Netz hängen. Der Block. Georg ist dann auch mit der Hand dran. Genau. Aber er will ihn, genau, er will ihn blocken, direkt rüber spielen. Und das wäre ein einfacher Ball gewesen für die Abwehr. Aber es geht sehr schnell und dann trifft man die, nicht immer die optimale Entscheidung. Tamat. Als Abwehrspieler ärgert man sich doch immer sehr drüber. Ja, wenn der Blocker den noch tuscht und man merkt. Von hinten hast du immer die bessere Sicht. Und da ist manchmal nicht ganz nachzuvollziehen, was die Blockspieler vorne also machen und wo sie noch alle überall ihre Hände hinhalten. Georg Kreuzer mit einem starken Aufschlag. Schöner Dreierblock. Und da, der tut gut. Guralik direkt wach, dein Block. Ja. Und da kommt das Timeout. 15-12. Die knappe Führung für Deutschland kann gehalten werden bisher. Ja, kaum zu verstehen, was Roberto Biazza da seinem Team mitgeben will. Der Italiener immer ziemlich emotional mit dabei. Da gibt er seinem Stelle noch mal ein paar Anweisungen. Kimmink macht für mich heute ein sehr gutes Spiel. Habe ich zu Unrecht am Anfang kritisiert. Ja, stimmt. Georg Kreuzer. Oh, den berührt er. Ja. Da ärgert er sich. Den kann er auslassen. Kommt wahrscheinlich nicht mehr schnell genug weg. Ärgert er sich auch. Will schon anlaufen. Sieht immer blöd aus, genau. Wenn der Diagonalangreifer da sich Richtung Angriff orientiert, der muss da hinten um die Abwehrreihe rum. Der war drin. Macht echt ein gutes Spiel auch. Ist hier mitten im Spiel reingekommen und ist da voll da. Kaum Fehler, also fehlerfrei, kann man fast sagen. Und die Punkte sind wichtig, wenn man so einen guten Aufschlagspieler wie Georg Kreuzer an der Linie hat jetzt. Ah, der bogelt sich rüber. Der tanzt. Tanzt auf der Netzkante. Ja. Der war aus. Die Holländer reklamieren Netz. Ich glaube, Blocktouch haben sie gefordert. Aber war alles okay? Na, da sieht man nochmal, wie der Ball getanzt hat. Aber schön gestellt von Donkers. Macht heute ein sehr gutes Spiel. If the ball is off the net, the ball is perfect, we can play like you want. The ball is off the net, close in the net, we can play, we can recover the ball. Ja, das ging, glaube ich, Richtung Zuspieler. Wie verhält sich der Zuspieler, wenn der Ball nah am Netz ist? Wie verhält sich der Zuspieler, wenn der Ball ein Stück weg vom Netz ist? Genaueres hat man nicht verstanden aus unserer Position. Es ist wirklich sehr laut. Sehr laut hier, worüber wir sehr froh sind. Und auch noch mit dem Fuß. Ah, Zuspielerwechsel.
Genau, Doppelwechsel. De Weyer, die Nummer 19, jetzt Zuspieler. Und Tunstra kommt zurück, die Nummer 12. Genau. Klassischer Diagonalwechsel. Jetzt hat der Zuspieler wieder drei Spieler, die in der Vorderzone angreifen können. Und Georg Rosser spielt den Ball ins Aus. Schade. Aber hat gute Aufstellung gemacht. Absolut, es waren ein paar wichtige Breaks und jetzt steht es 19-13. Das ist eine gute Position jetzt für die Deutschen. Und Wildenburg beim Aufschlag. Der Mittelblocker. Ja, sie suchen jetzt ihren Leader in der entscheidenden Phase und er macht die Dinger. 20-13. Sehr gut gemacht. Gegen den Doppelblock. Er hat 7 Punkte Führung. Und Christian Fromm am Aufschlag. Ah, den wollte er da knapp hinter das Netz legen. Den wollte er reinstreicheln. 6 Auch eine gute Wahl. Benny Twinstra beim Aufschlag. Da war blockfrei. Oben Schott sich ein bisschen locken lassen. Richtung Mitte orientiert. Genau, und dann die Bahn frei über Diagonal. Dann ist es sehr schwer, den zu verteidigen. Ja. Clever gemacht. Blockout. 21-15. 4 Punkte noch zum Satzgewinn, den wir uns wünschen. Janik Goralek jetzt am Aufschlag. Hat seine Sache vorne im Netz gut gemacht. Mhm. Der hat auch eine gute Länge. Oh. Das war ein Trickspielzug, würde man im Football sagen. Aber war das gewollt? Ja, das war wieder der Pipe. Aber dann als Lob und da war keiner drauf vorbereitet. Da greift Zimmermann auch wieder nach. Das war genau das, was wir vorhin besprochen haben. Man kann nicht genau sehen, was hinten passiert. Dann hat man den Instinkt, doch den Ball zu nehmen. Und die Abwehr ist überrumpelt. Der will jetzt Kraft an den Block. Abdel Naziz ist zurückgekommen vor dem Punkt. 17-21. Und beim Aufschlag steht die Nummer 7, Gies Jorna. Hier wird noch gewischt auf dem Feld, lag ein Spiel auf dem Boden, will es nicht schnell weiß. Und dann ist es schnell rutschig, deswegen ist es wichtig, dass da gut gewischt wird. Ja, kann Zimmermann nicht mehr zuspielen. Zu weit über dem Netz. Er hat aber lange gezögert. Macht seinen Job weiterhin gut. Ja, der Block ist nicht ganz zu. Christian Fromm steht eigentlich gut, hat dann ein bisschen Pech in der Abwehr. Ja, schade. Den will er tatsächlich dahin haben. Ich glaube, er will den Ball so haben, dass man nochmal neu aufbauen kann und dann geht der Ball zwischen die sichernden Spieler. Es ist ja auch ein bisschen Glück und Pech dabei. Da regt er sich auf. Ja, auch ein gutes Mittel eigentlich, wenn man merkt,
dass man da anders keine Chance hat. Schöne Annahme von Fromm und den lässt er sich dann nicht nehmen. Georg Grosser am nächsten Punkt. 22:19. Und Linus Weber kommt. Jetzt kommt Linus Weber. 21 Jahre jung. Sehr, sehr talentierter Junge mit einer Wahnsinnsathletik. Sicherlich perspektivisch eine sehr gute Option über die Diagonale. Am Freitag den Libero der Holländer einmal schön abgeschossen. Ja, stimmt. Oh, ein starker Aufschlag. Sehr guter Aufschlag. Oh, eigentlich. Und dann schenken sie sich den ein. Eigentlich muss man diese Bälle für sich entscheiden. Ja. Man kann sich als Dreierblock gut positionieren, weil der Ball lange fliegt. Ja, Hände ein bisschen weiter rüber. Technisch sauber blocken, aber es lässt sich so leicht sagen immer. Von hier oben, ja. So schnell. Ah, schöner Ball. Ja. Da lässt er die Blocker ganz schön laufen. Genau, das macht er gut. Schneller Ball über Kopf. Technisch echt anspruchsvoll. Und dann kommt der Rubenschott. Rubenschott macht das genau richtig. Der jetzt auch beim Aufschlag steht. Und den Ball etwas zu lang spielt. 21:23 aus Sicht der Niederländer. Ganz enge Kiste zum Ende dieses Satzes. Und Abdelaziz am Aufschlag. Ja, der kommt jetzt nicht gerade gelegen für die deutsche Nationalmannschaft. Wobei die letzten zwei Bälle hat er jetzt ausgeschlagen oder verschlagen, sagen wir so. Und den auch. Also nicht mehr ganz so gut im Spiel wie am Anfang. Im ersten Satz hat er wirklich jeden Ball getroffen. So, die Halle steht jetzt mal auf für den Satzball. Und Florian Krage am Aufschlag. Mit dem Floater. Der Mann, der wird entschärft. Und jetzt hat er die Chance. Und das macht er. Satzgewinn Deutschland. Christian Fromm, stark gemacht. Ja, der hat wirklich schön Verantwortung übernommen, fand ich, jetzt seit seiner Einwechslung. Schön, dass er den Satz jetzt auch selber beenden kann, so mit einem guten Angriff. Und jetzt steht es 2:1 und die Deutschen haben weiterhin eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Schon. Morgen ist eine zweite Tagsverweise und am Dienstag
auf Seiten der Niederländer kommt jetzt De Weijer als Zuspieler rein. Sonst verändert sich zum Satz 3 nicht wirklich etwas. Bei Deutschland bleibt Linus Weber auf dem Feld. Janik Oralek auch. Und Ruben Schott. Also spielt man eigentlich so weiter wie gegen Ende des dritten Satzes. Genau. Hat ja auch gut funktioniert. Und dann kann man den Jungs auch die Chance geben, sich so ein bisschen einzuspielen. Gerade Linus Weber. Ja, oder Janik. Kuralek, ne? Vorne als Mittelblocker. Genau, der hat auch auf jeden Fall ein solides Spiel gemacht, finde ich. Und ist jetzt weiter mit dabei. Aufschlag Jan Zimmermann. Hier geht ein gutes Stück in Seiten aus. Michael Parkinson, jetzt bei den Niederländern seinem ersten Aufschlag in diesem Satz. Verhungert und macht mit dem Netzroller den Punkt. Ja, den hat er nicht richtig getroffen, das war so nicht geplant. Aber durch den Netzroller bringt dieser Aufschlag nur noch den Punkt. 2:0 Holland. Und den trifft er jetzt Satter. Oh, der war aber aus. Der war aus. Hat scheinbar die Antenne berührt. Oder ist oberhalb der Antenne geflogen. Oder ein zweiter Ball im Spiel. Können wir jetzt nochmal in der Wiederholung sehen. Der Ball wird wiederholt. Ah ja. Ja, Ball im Spiel. Ball im Spiel, Wiederholung. Ja, ah, da wird er falsch gerollt. Sehen wir. Sehr wichtig. Hohe Verletzungsgefahr, wenn er ein zweiter Ball im Spiel ist. Und Linus Weber. Schöne Rettungsaktion. Ohne Block. Sehr volles gut. Volles Risiko. Ah, da werden sie sich nicht einig. Ja, Abdelaziz beendet hier die Diskussion mit seinem altbekannten Spitzenwinkel hier aus der Diagonalen. Aber da schon. Position 2. Sind wir schon Linus Weber und Christian Fromm sich nicht ganz einig. Eigentlich ist so ein Ball immer für den Hinterspieler, weil er das Spielfeld besser sehen kann, als wenn jemand von vorne zurückrennt. Genau. Aber so im Spielgeschehen nicht immer zu kontrollieren. Blockout. Termat ärgert sich, dass er da im Block angeschlagen wird und den Ball nicht ins Feld kriegt auf deutscher Seite. Hat Ruben Schott gut gemacht, der ist jetzt beim Aufschlag. 1:3 aus deutscher Sicht. Gut gesichert von Zimmermann. Oh, schön abgewehrt. Und auch eine gute Sicherung von Krage. Ah, schade, da war gerade dran. Kriegt er die Finger nicht rüber. Aber der ist gut im Spiel. Hier zu 1 und müssen die Deutschen gucken, dass sie den Sideout durchkriegen. Ja, da sieht man es nochmal. Abdelaziz, der stärkste Aufschlagspieler mit dem nächsten Fehler. Also es war jetzt schon der dritte oder vierte Ball, den er direkt beim ersten Mal direkt abgibt. Ja, der hat sich jetzt da ein paar Fehler eingesammelt. Florian Krage am Aufschlag. Meistens mit einem Floater. Ja. Ja, schneller, guter Angriff über Twan Wiltenburg. Auch ein groß gewachsener Mittelblocker. Termat am Aufschlag. Mit einem kraftvollen Sprungaufschlag. Aber Ruben Schott nimmt den gut an.
Und da kommt Linus Weber. Und da kann auch Abdelaziz nichts mehr machen. Ja. Den Schwung darf Linus Weber jetzt gerne mit zum Aufschlag nehmen. Oh, übergetreten. Aber deutlich. Weber. Wieder mit dem. Boah, der will hätte ausgehen lassen können. Die Linie des Schiedsrichters. Aber sie machen so den Punkt. Ja, schön, dass sie so eine lange Rallye jetzt für sich entscheiden. Wir waren auf beiden Seiten jetzt. Guck mal kurz. Den hätte er ausgehen lassen können, oder? Aber ja, knapp. Aber steht er im Aus, ja. Lieber so den Punkt machen, als wie sie zu. Risiko zu gehen und den genau, man hat den Vorteil ja bei sich. Mal den eigenen Spielaufbau. 4-6 aus deutscher Sicht. Ja. Da hat Thomas Kotschan den Ball gefangen. Ja. Und übergibt den Ball direkt seiner Tochter. Und die gibt ihn zurück zu unseren Ballkids hier. Also das Spiel ist, finde ich, gerade noch so ein bisschen fahrig im vierten Satz. Viele Aufschlagfehler auf beiden Seiten und es kommt noch nicht so ein richtiger Spielrhythmus zustande im Moment. Goralik jetzt zum Aufschlag. 5-7 aus deutscher Sicht. Schöner Ball. Schön geholt. Ja, frech gespielt. Langer Lob in Richtung 1 in die Ecke. Aber den muss man eigentlich abwehren. Den trifft er dann. Da ist er ja eigentlich da und dann hat er keine gute Berührung. Und der Ball geht über die Mannschaftsbank hinweg. Auch der Ball, da fehlt so ein bisschen die Genauigkeit im Moment und dann kommt man ganz schnell in die Bredouille. Ein Tick zu weit über dem Netz der Ball und dann kann der Mader relativ einfach, weil er aus einer viel besseren Situation kommt, den Ball im Drückduell gewinnen. Ja, die Holländer am Netz aktuell die stärkere Mannschaft. Ja, sind jetzt gerade echt präsent. Parkinson mit einem sehr sauberen Block senkrecht runter. Man muss auch sagen, die Annahme passt aktuell nicht, wie du gerade eben gesagt hast, auf Seiten der Deutschen. Eben genau, da fehlt so ein bisschen die Präzision. After big mistake, I don't have. Big mistake, block. Nochmal kurz die Information. Sport 1 zeigt am 3.9. um 16 Uhr das Eröffnungsspiel der Deutschen. Gegen Kroatien. Gegen Kroatien, genau. Also unbedingt einschalten. Wird sich lohnen. Boah, starker Block. Da darf man sich auch mal freuen als Spieler. Ja, absolut. Das sind mit die schönsten Punkte, die man macht, wenn man den Ball so runterblockt. Und Linus Weber hat da wirklich alles reingesteckt. Aber dann kommt der Aufschlagfehler und
Das ist genauso ein Punkt für Deutschland wie vorher dieser schöne Block für die Niederlande. Es ist dann meistens auch eher eine emotionale Sache. Wenn man so einen schönen Punkt macht, am Ende zählt es gleich viel. Und so steht es jetzt 6-11 aus deutscher Sicht. Und Tille ist wieder zurück im Spiel für einen Aufschlag. Nochmal eine Information, weil im Chat einige fragen, wo Lukas Kamper ist. Der hatte eine OP und hat es leider nicht rechtzeitig geschafft, wird für die EM nicht fit. Und deswegen spielt man hier jetzt mit Jan Zimmermann bzw. mit dem Tille Johannes. Genau. Tille Johannes jetzt auf dem Feld auch. Oh, da greift er rüber. In den Stellerball reingegriffen, das darf man nicht. Genau. Sieht man hier nochmal, jetzt. Da greift er rüber. Und stört den Zuspieler bei seinem zweiten Kontakt. Ist verboten. Nur wenn der Zuspieler dann aktiv zu einer Finte ansetzt, darf man eingreifen als Blockspieler. Der Mart mit einer schönen Annahme. Ab der da siehst, ist wieder zur Stelle. Und also, obwohl er nicht den ganzen Schwung nehmen kann, musste da kurz abstoppen. Sieht man. Und springt dann eigentlich aus dem Stand und gewinnt trotzdem das Duell. Da sieht man. Tomasz Kocian, Fallberg, der Zuspieler von den Powervolleys. Christian Freund. Macht seine Punkte über außen. Aber auch eine gute Annahme. Sieht man nochmal vom Ruben Schott. Gut abgetaucht. Und Christian Fromm macht die Punkte. Und Apache heizt hier die Fans ein bisschen ein. Aha, schade. Ja, auch die Kommunikation immer wieder mal in der Feldabwehr. Greift einer dem anderen immer rein. Starker Block. Ah, oh, schöne Abwehr. Zum zweiten Mal jetzt. Mit einer Hand. Holt er den da raus. Spielt Rumschott zu, hilft zu spielen. Und jetzt kommt Linus Weber durch, das ist wichtig. Also Rumschott, das zweimal stark, einmal in der Annahme, dann in der Feldabwehr. Nicht ans Netz. Ah, schöner Block. Finde ich dann nicht mehr. Nee, das schade. Ist zu gefährlich. Auch wenn er den noch holen will. Das wird mich als Spieler ärgern. Schön gesehen. Und jetzt wird es langsamer Zeit, ein bisschen aufzuholen. Genau, es ist ja die deutsche Mannschaft ist dran, aber die 5 Punkte sind jetzt doch langsam. Ah, sind sie da drin? Und da reklamieren sich alle. Gibt doch den Fehler. Der Linienrichter sieht den Ball drin im Feld. Die erste Schiedsrichterin sagt nein, ich habe den Ball ausgesehen. Und sie kann sich in ihrer Meinung, wenn sie sich sicher ist, über den Linienrichter hinwegsetzen. Und deswegen der Aufschlag bei Holland. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch drin gesehen.
durch den Block. Und Joanna mit einem guten Schlag hier über außen. Ist natürlich jetzt auch, kann man sagen, eine kleine Schwachstelle mit Johannes Tille als relativ klein zum Spieler. Ist dann nicht der stärkste Blockspieler. Und das wird dann natürlich gerne vom Gegner auch genutzt. Wobei bei dem Ball gerade Goralek zu spät den Block geschlossen hat. Aber ja, natürlich. Klar, das kommt dazu. Natürlich mit Größe Volleyball eine große Einfluss. Stark. Oh. Das sind diese Absprachen, von denen ich eben sprach auch. Ja, hast du recht. Und also normalerweise ist es ja klar, das weiß Christian Fromm auch, deswegen ärgert er sich auch gerade extrem. Da hat er eigentlich dann nichts zu suchen, wenn der Zuspieler optimal unter Ball steht. Ärgerlich. 18-11 für die Holländer. Und es wird langsam schwierig, da nochmal ranzukommen. Ja. Das ist ein sehr sauberer Block. 19-11. Die Körpersprache gefällt mir auch gerade nicht so. Ganz ja, es ist schwierig, wenn du jetzt auf die Punktetafel guckst als Spieler und du siehst, es wird immer schwerer, den Satz noch für sich zu holen. Es ist der letzte Satz, wenn man den verliert. Ja, da hat er es auch gerade angesprochen, dass man den Ball in der Annahme ein bisschen mehr ins Netz bringen soll. Ja, genau. Und dann hat Tille einfach die Option. Das ist natürlich immer ein bisschen Abwägung, wie viel Risiko geht man ein. Wenn man sich Richtung 3-Meter-Linie orientiert in der Annahme, dann ist der Ball natürlich auf jeden Fall auf der eigenen Seite. Aber es ist Zeit, Risiko zu gehen, weil sonst wird das Spiel hier nicht mehr gedreht. Und deswegen ist die Ansage auf jeden Fall richtig. Druck im Aufschlag und die Annahme möglichst vor ans Netz zu schieben. Ah, macht er wieder clever. Abdelaziz, der Topstar der Niederländer. Genau, und dann ist es auch wirklich sehr schwer zu verteidigen, weil der ist eben nochmal einen halben Stock höher und dann kann er da sehr viel spielen mit dem Block. Julian Zenger, der Libero, hat es gut erkannt, dass er bald jetzt ausgeht und bleibt da schön weg. 13-20. Guten Shot beim Aufschlag. Hat einen guten Aufschlag. Kann also auch mal eine Serie starten. Ah, sehr gut. Wittenberg. Ja. Steht da eigentlich gut. Greift dann zu spät nach und keine Chance für die Annahmespieler. Da kann die auch noch mal gucken. Aber der war sehr gut gestellt. Dafür, dass er so viel laufen musste aus der Position. Ja. Konnte ich nicht, hatte nicht viel Zeit, sich unter den Ball zu positionieren und kriegt den Ball dann trotzdem noch super da. Ja. Komplett aufs andere Feld. Der war ja mit einer guten Entscheidung, den Ball lang zu spielen über Kopf. Schwer zu verteidigen, war schwer sich auszurichten. Abdelaziz. Stark geholt. Ja, super. Da macht er seinen Fehler wieder weg, den Christian Fromm. Ja. Mit einer flachen Hand, ich glaube es war die Rückhand sogar, ja, holt er den da irgendwie noch vom Boden.
wollte Pancake machen, hat sich dann aber dafür entschieden, den aus der Luft zu fischen. Und hat erstmal eine Spur hinterlassen auf dem Feld. Ja. Wenn so ein Koloss da mal fällt, dann muss ordentlich gewischt werden. Christian Fromm mit einer wahnsinnigen körperlichen Präsenz. Florian Krage wahrscheinlich wieder mit einem Floater. Schöner Block von Linus Weber. Linus Weber. 16:21. Ja, gefühlt mit der zweiten Luft. Also er bleibt da lange in der Luft stehen. Gehen wir jetzt hier und schlägt den Ball. Zögert ein kleines bisschen, aber schlägt dann gar nicht so sehr Winkel. Hand vom Block ist irgendwie dran. Und super gespielt. Es wird jetzt viel über die Mitte gespielt. Schnelles Tempo. Klappt auch gerade auf beiden Seiten gut. Und ja, es ist gut, dass die Deutschen ich sag mal so ein bisschen ausprobieren, was gerade geht. Man muss vielleicht ein bisschen mutiger und ein bisschen kreativer spielen jetzt, um noch den einen oder anderen Breakpunkt zu holen. Boah, schöne Annahme. Richtig gut. Felderwert, Bruder. Ah. Jawohl, Tiller, zweimal gute Aktion. Und der Netzfehler, der Holländer. Doch, Netzfehler, okay. Aber da war Tiller blockt. Ja, Tiller hat geblockt, ich wollte es noch sagen. Auch die kleinen Spieler haben eine gute Sprungkraft und natürlich ist er auch da hoch dabei und kann den einen oder anderen Ball dann abwehren im Block. Aber Ruhm schon, macht das schon in der Abwehr, Felderwehr, vieles gut. Ja, Roberto Piazza stimmt seine Mannschaft auf den nächsten Side-Out-Punkt ein und gibt nochmal den Tipp mit, man muss den Ball nicht unbedingt auf den Boden kriegen. Es reicht völlig, die gegnerischen Blockfinger anzuspielen. Linus Weber ist am Aufschlag. Ja, hat schon zwei, drei gute Aufschläge gerade gemacht. Ferdinand Thiele übrigens nur 1,84 groß. Ausreichend für den Libero. Und da ist auch das super Aufschlag. Super Aufschlag und genau das brauchen wir jetzt. Es gibt nicht mehr so viele Optionen, wenn man drei Punkte zurückliegt. So kurz, so in der Crunch-Time. Dann muss man über die Aufschläge kommen, dann muss man über den Block kommen. Und deswegen hoffen wir noch auf so ein Geschoss. Volles Risiko und diesmal im Aus. Übrigens der Hauptsteller wieder im Feld, Kimmink. Und Abdelaziz ist runtergegangen für Wildburg, der auch jetzt beim Aufschlag ist. Vielleicht hat er wie wir gesehen, dass Abdelaziz nicht so sicher im Aufschlag war heute. Der ist aus. Und damit Satz und Matchball. Ja. Wildburg wirklich nicht mit dem druckvollsten Aufschlag.
bin ich jetzt auch, wundert mich ein bisschen, dass er den jetzt zum Aufschlag gebracht hat. Und jetzt die Chance für die Niederlande, das Ding für sich zu entscheiden. War Tusch. Aber es geht weiter. Doch nicht getuscht. Kein Tusch. Ball floatet ins Aus. Die Holländer geben uns noch eine Chance. Gut, Christian Kropp muss jetzt Nerven zeigen. Und muss auf jeden Fall viel riskieren. Bis sehr viele Aufschläge heute immer mit Netzkante. Diesmal leider nicht die Netzkante, sondern das Netz. Und das Spiel geht offiziell an die Niederlande mit 3:1, 25:20 im letzten Satz. Ja, man kann sagen, es war ausgeglichen. Ja, es war ziemlich ausgeglichen. Es war ein bisschen, der Unterschied zu Freitag war, dass die Niederländer heute ein bisschen spielbestimmender waren und die meiste Zeit auch in Führung lagen. Am Freitag war das ein bisschen umgekehrt. Aber da war auch die Annahme sicherer von den Deutschen. Genau, das war auf jeden Fall ein Element, das ein bisschen besser funktioniert hat am Freitag. Und es war vielleicht noch mal ein bisschen mehr Power dahinter. Vielleicht sind die Jungs auch schon ein kleines bisschen müde. Die haben viel gespielt, viel trainiert jetzt die letzten Tage, um sich noch mal optimal für die Europameisterschaft vorzubereiten. Von daher kann man sagen, ganz gelungener Test insgesamt. Und wir wünschen natürlich jetzt der Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg für das erste Spiel gegen Kroatien. In Estland, ist ja in mehreren Ländern aufgeteilt, die EM mit 4 Stück. Genau, Estland, Finnland, Tschechien und Polen teilen sich das Gastgeberrecht. Da wird gerade noch diskutiert. Die Trainer, die sich ganz gut kennen bei Italiener, sind sich da irgendwie uneins. Aber das ist jetzt auch nicht mehr entscheidend. Ja. Hat Spaß gemacht, danke. Dein Debüt, ne? Mein Debüt als Kommentator, Co-Kommentator. Und genau, wir hoffen natürlich, ihr schaltet ein zum ersten Spiel am 3.9. gegen Kroatien. Jetzt gleich führt Axel noch ein Gespräch. Ich glaube mit dem Mo. Kalicek, also noch nicht ausschalten, bleibt noch dran. Und dann hört ihr gleich das Interview. Bis dann. Verabschieden wir uns. Ciao, ciao.
Arena Düren, zweites Spiel am Freitag, ein Sieg 3:1. Bei mir steht Moritz Karliczek, der heute mitgespielt hat und am Freitag nicht. Und heute ging es in die Grütze. Woran lag es, Moritz? Hat nichts mit dir zu tun, würde ich sagen. Naja, ein Stück weit vielleicht schon auch. Wir haben alle, denke ich, heute zu viel Fehler gemacht, vor allem im Angriff. Einfach zu viele direkte Bälle, die weggehen. Und es macht uns das Leben schwer, natürlich da irgendwie dran zu bleiben, wenn immer mal wieder ein Ball weg ist, wo man dem Gegner gar nicht die Chance gibt, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen oder uns die Chance wieder gibt, das Spiel besser aufzubauen. Genau. Deswegen war es extrem schwer heute. Mir ist aufgeschlagen, der Aufschlag, der kam auch nicht so stark wie am Freitag. Georg selbst war, fand ich, im zweiten Satz unglaublich präsent, im ersten auch noch nicht so ganz drin. Die Holländer allerdings auch im Vergleich zu Freitag deutlich stärker. Ja genau, also wir haben selber aus dem Aufschlag wenig Breaks gemacht. Auch unsere anderen starken Aufschläge hat es mal Georg ausgenommen, der kann es auch nicht immer alleine richten. Müssen da eine Schippe drauflegen. Und genau, wenn wir es eben nicht machen, dann wird es schwierig. Wie schwer sind die Beine jetzt? Ich habe Freitag gespielt, ich habe gestern 6 Sätze im Test gespielt, also eigentlich auch 2 Spiele. Das Ding jetzt noch. Schwere Beine? Ja, bei mir persönlich geht's. Ich habe ja nur heute gespielt. Aber ich denke, die Jungs sind alle ein bisschen durch jetzt. Und morgen ist zum Glück frei und dann ja, geht's los. Ihr trainiert am Dienstag, glaube ich, nochmal. Mittwoch fahrt ihr nach Estland. Vielleicht ein kleiner Ausblick für das Turnier, für die Europameisterschaften. Gruppenphase, es sind 6 Teams. Die ersten 4 kommen weiter. Da ist ein Team wie Frankreich mit drin. Muss man nicht schlagen, aber man muss zumindest aus der Gruppe rauskommen, oder? Ja, absolut. Achtelfinale ist das absolute Muss. Und wir wollen natürlich ja, Frankreich jetzt mal vielleicht ein bisschen außen vor alles gewinnen und schauen, was geht. Wir werden das beobachten. Das Ganze wird bei Sport 1 übertragen im Free TV. Da wird man dich dann auch wieder sehen. Du hast nicht gespielt am Freitag, weil du ein bisschen Stress mit dem Fuß hattest. Ist aber wieder alles gut. Entwarnung, du kannst mitspielen. Ja, mir geht's gut und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Wir drücken euch die Daumen. Abhaken das Ding. Nehmt im Kopf den Freitag mit. Guckt es euch vielleicht nochmal im Netz an. Liebe Grüße an die Mannschaft. Ja. Alles Gute. Moritz, danke dir. Danke. Vielen Dank.